Es ist der größte mobile Kran Süddeutschlands auf der sicher spannendsten Baustelle Schwabens. Am Klinikum in Augsburg wird gerade die neue Luftrettungsstation gebaut. Dazu muss aber erstmal ein kleiner Kran auf dem Dach installiert werden. In 55 Metern Höhe. Millimeterarbeit bei heftigem Schneetreiben. Ich denke mal, es ist eine sehr besondere Baustelle aufgrund dieser Höhe und deshalb schon auch schwierig. Wegen dem Wettereinfluss, wegen diesen zwei Kränen, die einmal das ganze Material auf den Zwischenpodest lagern. Von dort wird es wieder genommen, wird hierher gebracht. Die Leute müssen mit den Aufzügen hier hochfahren. Es ist alles sehr erschwert. Dazu kommen die Kosten. 25.000 Euro allein für den Einsatz des großen Krans. Da ließ sich der Termin Ende März auch nicht mehr verschieben, auch wenn man sich besseres Wetter gewünscht hätte. Ich hatte Sorge. Schlussendlich entscheidend ist die Kranmonteure. Und die Kranmonteure hatten als Hauptkriterium Wind. Und Wind haben wir wenig. Der Schnee hat sie in diesem Maß nicht gestört. Und das hat mich natürlich auch beruhigt, weil so eine Kranmontage in dieser Dimension sehr teuer ist und auch mit sehr vielen logistischen Dingen zu tun hat, wie Anfahrt und Genehmigung für die Anfahrt und Aufbau des Krans. Der Kran auf dem Dach wird nochmal rund 25 Meter hoch. Er holt sich dann das Baumaterial aus dem sogenannten vierten Stock des Klinikums in der Zwischenstation. Der fertige Hubschrauberlandeplatz ragt mit insgesamt 28 Metern Länge sogar über das Dach hinaus. Auf der Plattform selber befindet sich noch ein Hangar, befindet sich eine Leitstelle und befindet sich das Ende eines Treppenhauses, über das man dann runterkommt ins Klinikum. Auch ein Aufzug wird auf dieser Ebene dann noch halten. Im November soll die gesamte Luftrettungsstation fertig sein.